Spektakulären Mord! Polizei tappt im Dunkeln! Extrablatt! Keine neuen Erkenntnisse im Mordfall des Jahres! Lesen Sie alles im Extrablatt! Ja klar, immer beim Tee. Cavendish? Nein, tut mir leid. Mein Mann ist noch in der Firma. Haben Sie die Nummer? Sonst gebe ich sie. Hören Sie, ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Timothy? Nein, der kommt erst am Freitag aus Edinburgh zurück. Was soll das heißen? Er kommt meinetwegen bestimmt schon heute. Wer spricht denn da? Ich soll zur Terrassentür sehen? Ah! Oh nein! Gütiger Gott! Bitte! Bitte! Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Schicken Sie sofort jemanden! Hier ist Cavendish! Margaret Cavendish! Ma'am, was ist passiert, Ma'am? Oh. Hallo? Antworten Sie! Wie lautet Ihre Adresse? Nein! Bitte! Nein! Lassen Sie mich! Hilfe! Ma'am? Was ist passiert? Ma'am? Hallo? Antworten Sie! Wie lautet Ihre... Dann wollen wir mal. Mr. Cavendish? Ja, bitte. Detective Inspector O'Hara und das ist mein Kollege Detective Inspector Costello. Wir sind vom CID London. Die Ermittler vom Yard? Vom Yard, Sir. Oh, bitte kommen Sie herein. Oh, danke. Ich bin so froh, dass Sie sich der Sache annehmen. Die örtliche Polizei, also verstehen Sie mich nicht falsch, aber... Keine Sorge, Sir. Das CID übernimmt bei Entführungen automatisch die Ermittlungen. Bitte, hier entlang. Oh, die Spurensicherung ist schon da, wie ich sehe. Ja, seit einer Stunde ungefähr. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir mit der Küche verliebt nehmen müssen. Keineswegs, Sir. Man sagte mir... dass ich das Wohnzimmer noch nicht betreten dürfe, aber wir können auch oben in mein Arbeitszimmer, wenn Ihnen das lieber ist. Das wird nicht nötig sein. Ich denke, in der Küche sind wir auch ungestört. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Danke, nein.
Bitte erzählen Sie uns doch noch einmal grob, was Ihrer Meinung nach passiert sein könnte. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was sich hier abgespielt hat. Gegen Mittag kamen zwei Streifenpolizisten zu mir in die Fabrik und baten mich, umgehend mitzukommen. Es ginge um meine Frau. Ich dachte zuerst, Margaret wäre vielleicht bei einem Unfall verletzt worden. Man hätte sie in ein Krankenhaus gebracht, aber dann... Mit einer Entführung war aus Ihrer Sicht also nicht zu rechnen? Nein, Inspektor. Überhaupt nicht. Es gab gegenüber Ihnen oder Ihrer Familie keine Drohungen oder ernste Anfeindungen in letzter Zeit? Als Unternehmer sind mir solche Dinge durchaus nicht fremd. Es gibt immer Menschen, die einem den Erfolg neiden, aber sowas... Was ist mit Ihrer Frau? Gab es Personen in Ihrem Umfeld, die Sie hätte fürchten müssen? Nein, Inspektor. Sicher nicht. Gut, kommen wir zu den Fakten. Ihre Frau hat gegen 22:45 die örtliche Notrufnummer gewählt. Sie klang sehr aufgeregt. Bevor die diensthabende Beamtin jedoch Näheres in Erfahrung bringen konnte, wurde das Telefonat unterbrochen. Die Kollegen des Districts Inverness gehen davon aus, dass der oder die Entführer ihrer Frau zuvor gekommen sein müssen. Ich kann das immer noch nicht glauben. In den Händen von Entführern. Warum denn bloß? Einen möglichen Grund haben Sie eben selbst schon genannt, Sir. Sie sind Unternehmer und, soweit ich das beurteilen kann, auch vermögend. Sie müssen sich darauf einstellen, dass in den nächsten Stunden eine Lösegeldforderung eingehen wird. Was die auch verlangen. Ich zahle jede Summe. Wenn Sie ihr nur nichts antun. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihren Anschluss mit einer Fangschaltung koppeln? Selbstverständlich. Gibson von der Spurensicherung. Guten Tag. Tag, Gibson. O'Hara und Costello vom CID. Wir sind mit unserer Arbeit soweit fertig. Was Interessantes gefunden? Der Täter hat unter massiver Gewalteinwirkung das Glas der Terrassentür zertrümmert und sich so Zugang verschafft. Dafür muss er einen Hammer oder ein Brecheisen benutzt haben. Fingerabdrücke? Keine, außer denen der Cavendishs. Aber das hier haben wir gefunden. Es lag mitten auf dem Tisch. Vergiss das mit dem Anruf, Rachel. Wieso? Was steht denn da? Sehr geehrter Mr. Cavendish, leider sehe ich mich gezwungen, Ihnen heute eine Lektion zu erteilen, die Sie in Ihrem bequemen Leben bislang ausgelassen haben. Die Lektion ist ebenso einfach wie lehrreich. Sie lautet Angst. Ich habe Ihnen etwas weggenommen, das Sie sich für all Ihr Geld nicht werden zurückkaufen können. Zwar zweifle ich nicht daran, dass Ihnen das Leben Ihrer Frau einige Millionen Pfund wert sein wird, doch leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich nicht an Ihrem Geld interessiert bin. Mir geht es allein darum, Sie Angst, vielleicht sogar Ohnmacht spüren zu lassen. Was? Sobald Sie diese Lektion gelernt haben, werde ich Ihnen Ihre Frau wiedergeben. Ich allein jedoch bestimme den Zeitpunkt, wann dies sein wird. Sie werden warten müssen. In Angst, wie ich hoffe. Eine Unterschrift oder sowas fehlt. Was soll das? Ich soll Angst lernen? Wir werden den Brief in unserem Labor eingehend untersuchen. Warum tut er das? Was habe ich ihm getan, dass er mir meine Margaret wegnimmt? Warum tut er das? Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange warten lassen. Na, na, Sie werden doch wohl nicht weinen, wo ich Ihnen extra etwas zu essen mitgebracht habe. Oder fürchten Sie sich etwa vor meiner etwas, sagen wir, ungewöhnlichen Aufmachung? Ich kann Ihnen versichern, dass meine Maskerade dem Zweck angemessen ist. Außerdem, seien Sie unbesorgt. Ich werde Ihnen nicht ein Haar krümmen. Sie werden nur ein paar Tage von Ihrem geliebten Jack getrennt sein. Dann werde ich Sie wieder in seine Obhut geben. Lebend, selbstverständlich. So, und nun wollen wir doch mal sehen, was ich Ihnen Gutes mitgebracht habe.
Wer glaubst du steckt dahinter, ein Konkurrent? Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn einer Cavendish aus dem Weg haben will, dann würde er sich doch bestimmt direkt um ihn kümmern und nicht um seine Frau. Die Motivation, die hinter der Entführung steckt, scheint ja auch eine ganz andere zu sein. Wenn man dem Inhalt des Briefes glauben darf. Kein Wort von irgendwelchen Geschäftsinterna. Nun, das wäre auch nicht gerade geschickt, oder? Aber vielleicht will man Cavendish zermürben und so aus dem Geschäft drängen. Eine ehrliche Antwort darauf? Nur zu. Das ist Bullshit, Ian. So, so. Bullshit, sagst du. Ach, hier geht's nicht um die Vergabe irgendwelcher millionenschwerer Arzneilizenzen. Cavendish stellt edle Woll- und Lederwaren her. Und auf dem Markt hat er nun wirklich keine Monopolstellung. Also bitte, mit dem Namen Cavendish kann so ziemlich jeder Brite was anfangen. Und auch nach Irland exportiert er seit Jahren sehr erfolgreich. Da verdrängt man sicher den einen oder anderen Unternehmer vom Markt. Ich glaube trotzdem nicht daran, dass mit solch harten Bandagen in der schottischen Bekleidungsindustrie gekämpft wird. Das muss ich mir von jemandem sagen lassen, der im Ausverkauf zweifelsohne seine Dienstwaffe ziehen würde, ehe er sich etwas wegschnappen ließe. Du bist bescheuert, Ian. Ich im Ausverkaufsgewühl. Ich habe nichts übrig für Klamotten, wie du weißt. Ein Spruch. Du bist eine Frau und das überführt dich noch, bevor die Beweise überhaupt dem Richter vorgeführt werden müssen. Du hast sie echt nicht mehr alle. Da gebe ich dir sogar recht. Schön, dass du es selbst einsiehst. Ich spreche von meinen Zigaretten, Rachel. Ich habe nicht eine Kippe mehr. Könntest du dich wohl ein bisschen mehr auf die Straße und weniger auf deine Kippen konzentrieren? Ohne Kippen kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Dann darfst du ausnahmsweise mal eine von meinen haben. Gepriesen sei deine Großzügigkeit. Pfui Teufel, was ist denn das für ein Kraut? Ich bin auf Mentholzigaretten umgestiegen. Menthol, das ist ja widerlich. Sowas rauchen doch nur Menschen jenseits der 50. Ja, mach so weiter und ich steige bald auch bei meinem Partner um. Kommt jemand. Ach, Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie einen kurzen Moment warten ließ. Aber ich steckte mitten in einem wichtigen Telefonat, Sie verstehen. Kein Problem, Mister. Turner. David Turner. Das ist Detective Inspector O'Hara und mein Name ist Costello. Ich grüße Sie. Ich bin Prokurist der Firma Cavendish. Dann sind Sie sozusagen die rechte Hand Ihres Chefs, richtig? Ja, das ist richtig. Mr. Cavendish und ich haben dieses Unternehmen vor 20 Jahren mehr oder weniger gemeinsam gegründet. Das heißt? Kommen Sie. Gehen wir in mein Büro, da ist es bequemer als hier im Musterraum. Gern. Miss Lennart, bitte stellen Sie vorläufig keine Anrufe zu mir durch, es sei denn natürlich, es ist Jack. Bitte. Darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Tja, das sieht nach einem sehr exquisiten Whisky aus. Fährst du? Okay. Dann einen Whisky und einen Kaffee, Mr. Turner. Kommt sofort. Das scheint ein recht familiär geführtes Unternehmen zu sein. Wie kommen Sie darauf? Naja, weil Sie bei Ihrer Sekretärin eben Jack und nicht Mr. Cavendish sagten. Da liegen Sie auch richtig, Inspektor. Die Firma CCC ist trotz ihrer Bedeutung am Markt ein kleines Unternehmen. CCC? Cavendish Clothing Company. Aber das ist nur der offizielle Name. Cavendish ist das, was die Leute kennen. Sie sprachen gerade von der Bedeutung innerhalb des Wettbewerbs. Wie groß ist denn der Anteil des Unternehmens am Markt, Mr. Turner? Seit der Gründung 1986 konnten wir jährlich einen Gewinnzuwachs verbuchen, sodass wir jetzt gut 57% des englischen Wollmarktes knapp 45% des Ledermarktes bedienen. Das hört sich nach ganz respektablen Zahlen an. Das sind sie auch. Und um noch einmal kurz auf die Gründung zurückzukommen, Jack und ich kamen damals aus der gleichen Firma, wissen Sie? Beide mit der Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich hatte ein wasserdichtes Konzept erarbeitet und er kannte die richtigen Geldgeber. Ja, also taten wir uns zusammen. Mit Erfolg. So ist es. Er wurde Eigentümer und Firmenchef und ich Prokurist. Ist das nicht ein bisschen wenig dafür, dass Sie das Firmenkonzept erstellt haben? Ach, Sie meinen, ich hätte sein Geschäftspartner werden sollen. Naja,
Ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht schlecht weggekommen bin. Außerdem nahm Jack damals das komplette finanzielle Risiko auf sich. Wäre das Ganze eine Seifenblase geworden, hätte er allein dafür gerade stehen müssen. Aber Jack war auch schon immer ein Glückskind. Was er anfasst, wird zu Gold. Und nun entführt jemand aus heiterem Himmel seine Frau und zerstört das alles. Ich kann das noch gar nicht fassen. Als Jack mir sagte, dass Margaret gekidnappt worden sei, hielt ich es zuerst für einen schlechten Scherz. Bis ich die Beamten sah. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen. Was ist das? Diesen Brief haben der oder die Entführer zurückgelassen. Eine Art Bekennerschreiben also. Darf ich? Bitte sehr. Was soll das denn bezwecken? Ich dachte, es ginge um eine Lösegeldforderung. Aber das hier klingt ja nach einem persönlichen Rachefeldzug. Haben Sie eine Idee, wer aus Mr. Cavendishs Vergangenheit mit so einem Plan in Verbindung stehen könnte? Nein, so spontan fällt mir da niemand ein. Niemand, der dem Glückskind Jack nachträglich einen Denkzettel verpassen könnte? Nein, wirklich nicht. Jack, Mr. Cavendish hat immer ein offenes Ohr für seine Angestellten und selbst seiner Konkurrenz gegenüber war er stets fair. Das klingt nach einer sehr weißen Weste. Ganz recht. Aber es entspricht den Tatsachen. Ja, und wenn Sie tiefer in der Vergangenheit suchen würden? Manchmal vergehen von der Planung solch einer Tat bis zu ihrer Ausführung einige Jahre. Nun, da müsste ich mal genau darüber nachdenken. Tun Sie das und rufen Sie uns dann bitte an. Hier ist die Nummer, unter der Sie uns jederzeit erreichen. Danke für den Kaffee. Und den ausgezeichneten Malt Whisky. Gern geschehen. Glauben Sie, was der Entführer in dem Brief schreibt? Ich meine, dass er Margaret wieder freilässt? Ich habe über die Jahre lernen müssen, dass Versprechen gleich welcher Art bei Entführern immer mit Vorsicht zu genießen sind. Zumal er ja auch kein Wort darüber verliert, wie er sie aus seiner Gewalt entlässt. Ob lebend oder tot. Viele haben wir leider nicht zusammentragen können. Am Brief fanden sich keinerlei Fingerabdrücke. Der Druck stammt von einem Tintenstrahldrucker, wie sie zu Hunderttausenden verkauft werden. Und die Papiersorte ist Massenware, gibt's in jedem Kopierladen. Sonst keine Spuren? Doch, auf etwas sind wir gestoßen. Allerdings wissen wir noch nicht, worum es sich genau handelt. Ist das die Vergrößerung einer Glasscherbe? Ja, die Makroaufnahme zeigt an der Spitze dieser Scherbe einen Gewebefetzen, den wir fast übersehen hätten. Der Stoff kann doch von überall herstammen. Moment. Zwei Dinge fallen auf. Erstens, das Glas, an dem wir die Fasern sicherstellten, steckte noch im Türrahmen. Also muss es sich um Abriebspuren handeln, die beim Durchschreiten der zerstörten Terrassentür zustande kamen. Dann könnte sie ebenso gut von Mrs. Cavendishs Kleidung sein. Das bringt uns zu Punkt 2. Das Gewebe, das wir hier sehen, ist von ungewöhnlicher Beschaffenheit. Extrem eng gewebt, gebleicht und beschichtet. Sehr reißfest und aus Zeltstoff. Zeltstoff? Sowas zieht doch keiner an. Es muss sich bei dem Gewebe nicht zwangsläufig um Kleidung handeln, Kollege. Es wäre ebenso denkbar, dass es von einem Sack oder Ähnlichem stammt, worin das Opfer eingewickelt wurde. Also stammt es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von der Entführten. Ich bin geneigt, Ihnen zuzustimmen. Aber was es letztlich ist, konnten Sie noch nicht rausbekommen. Nein, so eine Faser ist mir bisher noch nicht unter das Mikroskop gekommen. Aber wir arbeiten daran. Wie lange wird es dauern, bis Sie das Ergebnis haben? Das liegt an der Schnelligkeit der anderen forensischen Labors, mit denen wir zusammenarbeiten. Und an meiner Bereitschaft, Überstunden für den Jahr zu machen. Wenn es Sie beruhigt, Gibson, wir sind auch schon weit über die Grenzen der zulässigen Dienstzeiten hinaus. Aber Sie werden sicher besser bezahlt als ich. Oh, bitte. Jetzt keine Grundsatzdiskussion über die Gerechtigkeit der Bezahlung innerhalb der britischen Polizei. Es geht hier um das Leben von Margaret Cavendish. Sie durchlebt momentan den Albtraum ihres Lebens. Wenn sie überhaupt noch lebt. Jedenfalls wird Scotland Yard alles daran setzen, um den Täter zu fassen. Aber das können wir nur, wenn Sie und Ihre Kollegen hier in Inverness 100% mit uns zusammenarbeiten. Denn ohne Ihre Unterstützung werden wir nicht weiterkommen, Gibson. Gut, akzeptiert. Ihr Schotten seid doch nicht so verbohrt, wie man euch im Allgemeinen nachsagt. Vielen Dank. Wenn ich dann fortfahren dürfte? Zu gern. Was uns ebenfalls auffiel, waren diese kleinen Spritzer auf dem Ledersofa.
in unmittelbarer Nähe einer zerbrochenen Teetasse. Hm, sicherlich kein Tee. Nein, es waren Spritzer von Trichlormethan. Anders ausgedrückt, Chloroform. Dann hat man Margaret Cavendish also erst narkotisiert und dann aus dem Haus geschafft? Sie wird sich wohl eher in einem Zustand des Rauschs befunden haben. Der klassisch getränkte Lappen mit Chloroform reicht nämlich nicht aus, um einen Menschen vollständig zu betäuben. Hm. Kann man Chloroform so einfach in der Apotheke kaufen? Nur auf Rezept. Es lässt sich auch selbst herstellen durch Erhitzen von Chlor mit Methan. Allerdings braucht man schon ein paar Chemiekenntnisse. Sonst noch Spuren? Nein. Draußen fanden sich leider weder Fußabdrücke noch Reifenspuren, da alle Wege und die Auffahrt mit Kies ausgestreut sind. Vielleicht haben die Nachbarn irgendwas beobachtet, das uns weiterhilft. Und wenn nicht, bleibt uns noch die unbekannte Faser. Schlechtestenfalls könnte aber auch das eine Sackgasse sein. Das glauben Sie doch selbst nicht, Gibson. Zugegeben, es würde mich schon sehr wundern, wenn wir über das Gewebe nicht mehr über den Entführer in Erfahrung bringen könnten. Ich würde zu gern wissen, in welches Loch sich dieser Bastard verkrochen hat. Es tut mir sehr leid, Mrs. Cavendish, aber ich muss Sie jetzt leider verlassen. Auch wenn Ihr meilenweit nichts ist, darf ich leider kein Risiko eingehen. Deshalb der Knebel und die Augenbinde. Und jetzt kommen Sie bitte mit. Ja, so ist es richtig. Hier entlang. Keine Sorge. Ich passe schon auf, dass Sie nicht stolpern. Es ist nicht mehr weit. Nur noch ein paar Schritte. So, jetzt müssen Sie ein wenig den Kopf einziehen, denn die Decke in Ihrem neuen Schlafzimmer ist recht niedrig. Überdies bitte ich, den bescheidenen Komfort zu entschuldigen. Für gewöhnlich werden Sie Daunen wohl dem Stroh vorziehen. Aber... Es ist ja nicht für immer. Nur ein paar Tage, dann sind Sie doch wieder zu Hause. So. Die Kette dient nur Ihrer Sicherheit, damit Sie sich in der Dunkelheit nicht verlaufen. Und falls es Sie beruhigt, ich habe dort links von Ihnen eine Kamera installiert. Ich kann also immer sehen, ob es Ihnen auch wirklich gut geht. Morgen bin ich wieder bei Ihnen. Ach und... Nachts ist es hier sehr zugig. Hinter Ihnen liegt ein Lammfell. Decken Sie sich gut zu. Wir wollen doch nicht, dass Sie krank werden. Haben Sie schon etwas in Erfahrung bringen können, Inspektor? Wir sind noch mit dem Sammeln und Ordnen der einzelnen Informationen beschäftigt, Sir. Und wann beginnen Sie endlich mit dem Auswerten? Oh, darf ich Ihnen meinen Sohn Timothy vorstellen? Er ist gestern Abend aus Edinburgh. Es geht hier um das Leben meiner Mutter, nicht um irgendwelche Kriminalstatistiken. Das ist uns durchaus geläufig, Mr. Cavendish. Aber wir können nicht ins Blaue hinein ermitteln, ohne jedweden Anhaltspunkt. Es sind bereits 24 Stunden seit der Entführung vergangen und Scotland Yard hat noch keinen Anhaltspunkt. Es ist leider nicht immer so einfach, eine heiße Spur aus dem Hut zu zaubern. Wenn Ihre Arbeit nur aus Zauberkunststückchen besteht, sollten wir vielleicht noch ein paar Spezialisten hinzuziehen. Timothy, jetzt ist genug. Bitte verzeihen Sie meinem Sohn. Er ist verständlicherweise sehr aufgewühlt. Schon in Ordnung. Wir sind derlei Kommentare gewöhnt. Eine Entführung bedeutet für die Angehörigen immer eine nervliche Zerreißprobe. Leider ist keinem der Nachbarn zum Tatzeitpunkt etwas Außergewöhnliches aufgefallen. Und beim Motiv tappen wir weiterhin im Dunkeln. Gewöhnlich steckt hinter einer Entführung meist eine finanzielle Motivation. Anders bei diesem Fall. Sir, haben Sie vielleicht eine Ahnung, wer Sie derart hassen könnte, dass es ihn zu so einer Tat treibt? Das ist es ja gerade. Die vergangene Nacht haben mein Sohn und ich uns gemeinsam den Kopf darüber zerbrochen, wer wohl einen Grund hätte, so etwas zu tun. Und? Uns ist niemand eingefallen.
Weder bei den Konkurrenten meines Vaters noch bei der Belegschaft wurden wir fündig. Heute Morgen erhielt ich sogar einen Anruf von Mr. Webster. Er ist mein direkter Kontrahent am Wollmarkt. Er hatte aus der Presse von der Sache erfahren und teilte mir seine aufrichtige Anteilnahme mit. Klang es in Ihren Ohren ernst? Webster ist immer ernst. Er macht niemals Scherze. Was ist mit Ihrem persönlichen Bekannten- und Verwandtenkreis? Auch wenn es anmaßend klingt. Die Praxis hat gezeigt, dass auch nahestehende Personen nicht immer nur die besten Absichten haben. Ich muss Sie enttäuschen, Inspektor Costello. Dort werden wir vergeblich nach dem Täter suchen. Meine Freunde und Verwandten sind über jeden Zweifel erhaben. Das bringt doch alles nichts. Wir müssen doch irgendetwas unternehmen. Wir können doch nicht nur hier sitzen und... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, bitte. Sir, sobald wir auch nur den Hauch einer Möglichkeit sehen, in Aktion zu treten, werden wir das tun. Solange bleibt uns nur das Warten und das Durchleuchten etwaiger Hintergründe. Das war der Postbote. Und? Ist was Besonderes dabei? Nein, eigentlich nicht, obwohl... Dieser Brief hat keinen Absender und keine Briefmarke. Bitte zeigen Sie mal. Ja. Ein normaler Umschlag. Die Adresse wurde maschinell aufgedruckt. Darf ich? Selbstverständlich. Hast du Handschuhe dabei? Jep, allerdings nicht für deine zarten Hände. Das macht nichts. Selbstklebend? Zum Glück nicht. Was haben wir denn da? Eine SD-Memory-Card. Erwarten Sie von jemandem solch ein Speichermedium? Nein, nicht, dass ich wüsste. Meine Handelspartner schicken mir sämtliche Konfektionswünsche per E-Mail. Haben Sie die Möglichkeit, dass wir uns den Inhalt ansehen? Mein Laptop ist oben. Dad? Der DVD-Player hat vorne einen Slot für solche Karten. Kommen Sie, Inspektor. Ob das wirklich... Oh Gott. Margaret. Ja, Sir. Ja, Sir, sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir Sie sofort informieren. Und? Kannst du dir ja wohl denken, oder? Der Chief war stocksauer. Ob wir auch mal darüber nachgedacht hätten, wie hoch die Kosten unserer Ermittlungen hier in Inverness sind und ob wir dem Yard für unsere Versagen nicht den halben Preis berechnen könnten, inklusive der Spesenabrechnungen. Der Alte hat immer ein offenes Ohr, wenn's mal nicht so läuft. Verdammt, Rachel, wir haben uns benommen wie Vollidioten. Ich glaube, das trifft es in den Kernpunkten. Der Postbote hat ausgesagt, dass er den Brief hinter das Gartentor gesteckt vorfand und er ihn mit der anderen Post einfach eingereicht habe. Er wusste nichts von der Entführung. Ja, ja. Das heißt, dass einer der Entführer ihn dort persönlich abgegeben haben muss. Oder jemand, der dazu beauftragt wurde. Wir hätten das Haus nicht aus den Augen lassen dürfen. Verdeckte Ermittler, die rund um die Uhr in der Straße auf der Lauer liegen. Standardverfahren bei Entführungen. Genau das hat der Chief auch gesagt. Ob wir zwei bescheuerte Anfänger seien, die nicht einmal die Standards drauf haben. Wenn wir mehr Leute zur Verfügung hätten. Hör bloß auf. Er drohte uns, den Fall wegzunehmen, wenn wir nicht ganz schnell wieder in die Spur zurückfinden. Scheiße, da latscht einer von denen in aller Ruhe am Gartenzaun vorbei und hinterlässt mal eben Post. Es ist nicht zu fassen. Wir können nur hoffen, dass uns der Briefumschlag weiterbringt. Wie weit sind die Kollegen mit der Videoauswertung? Weiß ich nicht. Ach komm schon, Ian. Jeder baut mal Mist. Warum soll uns das nicht auch mal passieren dürfen? Weil wir vielleicht schon um einiges schlauer wären, wenn wir nicht so lässig dahergekommen wären. Außerdem bin ich nur ungerne Mitschuld am Tod einer Geisel. Kaffee? Oh ja, und zwar in rauen Mengen. Und Zigaretten. Sie sehen irgendwie so aus, als würden Sie dringend auf neue Ergebnisse warten. Hey, Gibson, entdecke ich da sowas wie schwarzen Humor an Ihnen? Ich bin Schotte. Schon vergessen? Keine Sekunde. Also, haben Sie was für uns? Hier, Ian. Ich denke, ja. Also. Scheiße!
Rachel. Oh, tut mir leid. Ich hab's vergessen. Als würde man einen verdammten Kaugummi rauchen. Was dagegen, wenn ich jetzt anfange? Oder wollen Sie vor Ihrem Chief weiterhin mit Ahnungslosigkeit glänzen? Ja, ja, kosten Sie den Triumph ruhig aus, Gibson. Ich hab's immer gewusst, Ihr vom Yard kocht auch nur mit Wasser. Fangen wir mit dem Briefumschlag an. Die Klebefläche wurde nicht mit Wasser, sondern offensichtlich mit Speichel angefeuchtet. Die DNA-Analyse ist in den nächsten Stunden fertig. Ausgezeichnet! Bisher hatten wir ja noch nicht mal einen lausigen Fingerabdruck. Aber das ist 100-mal besser. Meinen Glückwunsch. Weiter. Die Adresse auf dem Umschlag stammt von dem gleichen Drucker, mit dem auch der Brief gedruckt wurde. Wir haben die Schriftbilder verglichen. Nur weiter, Gibson. Was war mit dem Video? Nun, das wurde mit einer Digitalkamera aufgezeichnet. Leider wurden alle Aufnahmecharakteristika gelöscht, sodass es nicht mehr möglich ist, die Marke zu bestimmen. Einziger Hinweis: Bei der Speicherkarte handelt es sich um eine High-Capacity-Card, die über 8 GB Speicher verfügt. Diese neue Generation von Karten funktioniert nur in Geräten, in denen die entsprechende Spezifikation implementiert ist. Hä? Hoffnungslos. Im Klartext: Das digitale Aufnahmegerät muss ganz neu sein, sonst würde die Karte darin nicht funktionieren, okay? Das habe ich verstanden. Für ein neues Gerät war das Bild aber ganz schön mies. Da waren ständig so merkwürdige Unterbrechungen und Aussetzer. Die mindere Bildqualität ist mir auch aufgefallen. Deshalb habe ich die Aufnahme in unser Analysegerät eingespeist. Ich kann mit 90%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Störungen durch Funkinterferenzen verursacht worden sind. Das heißt, das Video wurde per Funk vom Versteck der Geisel an einen Empfänger gesendet und dort mit einer digitalen Kamera aufgezeichnet. Das könnte bedeuten, dass das Versteck der Geisel recht unzugänglich oder weit außerhalb liegt. Vielleicht ist das aber auch nur eine Finte. Sicher ist hingegen, dass bei der Funkübertragung keine Profi-Ausrüstung am Start war. Das grenzt die Entfernung zwischen Sender und Empfänger deutlich ein. Aber irgendeinen Grund muss es geben, sonst hätte man bestimmt nicht diesen Aufwand betrieben. Sonst noch was, was Sie rausgekriegt haben? Mit der akustischen Auswertung bin ich noch beschäftigt. Im Hintergrund ist ganz leise ein seltsames Rauschen zu hören. Ich hoffe, dass ich das isoliert geboostet bekomme, um die Frequenz mit vorhandenen Sounddateien im Speicher zu vergleichen. Sie sind ein verdammter Fachmann, Gibson. Was macht so ein Hightech-Freak wie Sie hier in einem Café Inverness? Soll das ein Angebot sein, Inspektor? Der Yard braucht immer gute Leute. Und hey, Scotland Yard. Na, klingelt's da? Ist doch für einen Urschotten wie Sie geradezu perfekt. Ja, sehr witzig. Sie können sich das ja noch überlegen. Wir sind bestimmt noch eine Weile hier. Was, Rachel? Hoffentlich nicht zu lange. War's das? Ich würde mir dann gern kurz richtige Zigaretten kaufen. Es sei denn, Sie haben noch was zu rauchen bei sich. Rauchen zerstört die Lunge und den Körper auf vielfältige Weise. Ein Nichtraucher. Wenn Sie die Symptome Ihrer Sucht noch für einen Moment unter Kontrolle halten könnten. Was denn noch? Ich habe das Ergebnis der Faser vorliegen, die wir im Haus der Cavendishs gefunden haben. Ich bin gespannt. Moment. Was ist das denn für ein Katalog? Ein nicht ganz üblicher Bekleidungshersteller. So, hier ist es. Oh, da werden unliebsame Erinnerungen wach. Halb England lief in solchen Anzügen rum. Allerdings. Wann war das noch genau? Vor 4 Jahren? Vom Januar 2001 bis Februar 2002, um genau zu sein. Ihr Gedächtnis möchte ich haben. Als die Maul- und Klauenseuche damals die Betriebe um Inverness erreichte, haben wir von der forensischen Pathologie mit anderen Labors zusammengearbeitet. Die Kapazitäten waren überall völlig ausgelastet. So viele Proben, wie ich in dieser Zeit auf Viren untersucht habe, habe ich mein ganzes Leben vorher nicht zu Gesicht bekommen. Einer der Täter hat also einen solchen Infektionsschutzanzug getragen. Ja, und zwar von dieser Firma und dieses Modell hier. Grundgerüst Zellstoff, außen mit PVC beschichtet. Die Dinger gab es seinerzeit fast in jedem Laden, aber mittlerweile sind sie wieder rar geworden. Meinen Sie... Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich werde mich mit dem Hersteller in Verbindung setzen und mir die letzten Bestellungen mal durchgeben lassen. Allerdings kann es natürlich sein, dass unser Anzug aus älteren Beständen stammt.
Das Ganze klingt nach der Suche der berühmten Nadel im Heuhaufen. Leider bleibt uns nur der Ansatz. Was ist mit der Entfernung? Wie meinst du das? Ganz einfach. Mrs. Cavendish wurde gestern Morgen entführt und keine 24 Stunden später haben wir von ihr ein Video, das persönlich abgegeben wurde. Das wäre sicherlich nicht möglich, wenn die Entführer sie hunderte von Meilen weggebracht hätten. Ja, du hast völlig recht. Gibson, wurde die Aufnahme gestern oder heute Morgen gemacht? Gestern Abend. Ganz sicher? Ganz sicher. Die Aufnahme ist gute 35 Minuten lang und es wurde keine künstliche Lichtquelle benutzt. Gegen Ende wird es in dem Stall oder Schuppen zunehmend dunkler. Also liegen zwischen der Entführung und dem Video gute 6 Stunden. Vielleicht sogar noch etwas weniger. Gestern wurde es schon gegen 16.30 Uhr dunkel. Dann konnte man Mrs. Cavendish wirklich nicht so weit wegschaffen, Ian. Hört sich ganz plausibel an. Aber selbst wenn's so ist, sie wird sicher in irgendeiner gottverlassenen Gegend in irgendeiner Schäferhütte versteckt gehalten. Wie sollen wir die finden? Das Wasser schmeckt, oder? Sicherlich besser als alles, was Sie bisher getrunken haben. Nicht weit von hier gibt es eine Quelle. Aber. Sie müssen doch nun wirklich keine Angst mehr vor mir haben. Oder glauben Sie etwa immer noch, dass ich mich an Ihnen vergreifen werde? Warum tragen Sie immer diese schreckliche Gasmaske? Das habe ich Ihnen doch schon zu erklären versucht. Es ist dem Zweck angemessen. Damit ich Ihr Gesicht nicht sehen kann. Das ist der zweite praktische Nutzen, ganz recht. Weil Sie mich nicht sehen, muss ich Ihnen auch nicht die Kehle durchschneiden. Vorerst. Ein kleiner Scherz. Oh-oh. Sie haben doch hoffentlich meinen Rat befolgt und sich gestern Nacht gut zugedeckt. Hier draußen kann man sich den Tod holen. Ja. Sie wollen doch schnell wieder zu Ihrem Mann, oder? Zu Ihrem Leben. Ich möchte zu meiner Familie. Na dann, will ich mal nicht so sein. Ich denke, ich kann Sie schon sehr bald zurückbringen. Nach Hause. Das war ja ein reizender Besuch im Hause Cavendish. Fehlanzeige, alles Fehlanzeige. Keine heißen Spuren und kein Hinweis auf ein Motiv. Nein, uns bleiben nur die Ansätze. Ach ja, was denn bitte für Ansätze? Ein komischer Anzug, der weiß der Teufel wo gekauft wurde, eine Videobotschaft, die nicht viel hergibt und die DNA eines Unbekannten, der in keiner Kartei auftaucht. Das sind alles lupenreine Nieten, ohne eine Spur, der wir nachgehen können. Mich wunderte es nicht, als Mr. Cavendish damit drohte, den Chief anzurufen, weil wir nicht einen Schritt weiter sind. Und dann dieser blasierte Sohn, der ein Heer von Privatdetektiven engagieren will. Ganz zu schweigen vom Chief, der... Auch das noch, Gibson. Vielleicht hat er Neuigkeiten, die uns weiterbringen. Rachel, der tappt genau wie wir im Dunkeln. Nur, dass er nicht den Kopf dafür hinhalten muss. Inspektor Costello, was gibt's denn, Gibson? Aha. Okay. Ja, wenigstens etwas. Danke. Das war aber ein kurzes Telefonat. Gibson weiß jetzt, was das für ein Geräusch war, das bei dem Video im Hintergrund zu hören ist. Und? Nun sag schon. Meeresbrandung. Meeresbrandung? Ja, Meeresbrandung. Spreche ich undeutlich oder was? Dann wird Mrs. Cavendish also irgendwo an der Küste gefangen gehalten. Und mit irgendwo triffst du wie immer den Nagel auf den Kopf. Es kann irgendwo sein. Wir dürfen nichts unversucht lassen. Wir müssen mit Hundertschaften die Bucht rund um Inverness absuchen. Und wir brauchen Hubschrauber mit Wärmebildkameras. Der hiesige Polizeichef kann uns da sicherlich weiterhelfen. Also gut. Darum kümmere ich mich. Lass mich hier raus. Ich rufe mir ein Taxi und fahre in die City zurück und leier das an. Aber wir sind doch jetzt schon so gut wie da. Soll ich die Befragung in Cavendishs Fabrik vielleicht alleine machen, oder wie? Warum nicht? Da werden wir eh keine neuen Erkenntnisse rausschleppen. Wenn diesem Turner was eingefallen wäre, hätte er uns sicherlich schon angerufen. Und was soll ich dann bitte schön dort? Was weiß ich. Vielleicht flüstert dir die göttliche Eingebung eine heiße Spur ins Ohr. Arschloch. Das habe ich gehört.
Ich werde den Chief anrufen und ihm sagen, er soll uns noch ein oder zwei Kollegen schicken. Seine Kommentare kann ich mir schon lebhaft vorstellen. Aber wenn wir schon untergehen, dann wenigstens nicht allein. Miss Leonard? Ja, bitte? Mein Name ist O'Hara. Sie erinnern sich vielleicht. Oh, natürlich, von Scotland Yard. Verzeihen Sie, dass ich Sie nicht sofort erkannt habe. Macht nichts. Sagen Sie, ist Mr. Turner wohl noch zu sprechen? Das tut mir leid, aber Mr. Turner ist geschäftlich unterwegs in Glasgow und kommt erst heute Abend zurück. Und auch sonst werden Sie niemanden antreffen. Freitags macht der Betrieb schon um 15 Uhr Schluss. Ich bin die Letzte, sozusagen. Oh, das ist schade. Aber vielleicht können Sie mir helfen. Nun, ich will's versuchen. Sind Sie mit dem Wagen hier? Nein, ich fahre immer mit dem Bus. Ich hab's nicht weit. Was dagegen, wenn ich Sie nach Hause fahre? Wenn Sie mich unterwegs nicht verhören? Keine Sorge. Welche Richtung müssen wir? Einfach Richtung Zentrum. Da vorne links und dann... Ich glaube, da vorne steht Ihr Kollege. Sehen Sie, er winkt uns zu. Ach, richtig. Wollen Sie ihn denn nicht mitnehmen? Es sah so aus, als wollte er in dieselbe Richtung. Nein, der möchte heute lieber mal eigene Wege gehen. Mrs. Prentice? Ja, bitte. Mein Name ist O'Hara. Ich bin Detective Inspector bei Scotland Yard. Hier ist mein Ausweis. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Wegen der Entführung von Mrs. Cavendish nehme ich an. So ist es, Madam. Bitte kommen Sie herein. Nehmen Sie Platz. Danke sehr. Ich habe Ihre Adresse von Ihrer Nachfolgerin Miss Leonard erhalten. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Aber wie kann ich Ihnen behilflich sein, Inspektor? Mrs. Cavendish befindet sich nun schon seit 2 Tagen in der Hand von Entführern und wir haben nicht den geringsten Anhalt für ein Motiv. Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich scheint es niemanden zu geben, der einen Grund zu solch einer Tat hätte. Und doch hat es jemand getan. So sieht es leider aus. Von Miss Leonard weiß ich, dass Sie von der ersten Stunde an Sekretärin bei der Firma Cavendish waren. Sie sind erst vor knapp einem Jahr in Rente gegangen, richtig? So ist es. Und nun erhoffen Sie sich von mir einen kurzen Abriss über Licht und Schatten der Firma CCC. Ich hoffe sehr, dass Sie mir den Überfall auf Sie verzeihen. Ehrlich gesagt, hatte ich schon früher mit Ihnen gerechnet. Und wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise helfen kann, die arme Mrs. Cavendish zu finden, dann werde ich das selbstverständlich tun. Wie spät ist es jetzt? Kurz vor Mitternacht. Hoffentlich kreuzen diese beiden Wunderknaben bald mal hier auf. Für heute bin ich bedient. Die sind vom CI5. Ja, wohl 2 ganz harte Jungs, wie der Chief durchblicken ließ. Glaubt er, wir brauchen mal die strenge Hand der Konkurrenz? Er sagte, er könne keine Mitarbeiter aus anderen Teams abziehen. Aber sein Freund Cowley vom CI5 sei ihm noch einen Gefallen schuldig gewesen. Dabei gehen mir die Jungs von diesen Spezialeinheiten schon so mächtig auf den Zeiger. Du bist ja nur neidisch. Quatsch! Wenn ich zum CI5 gewollt hätte, dann säße ich jetzt wohl kaum hier. Natürlich. Abend. Hier soll's was zu ermitteln geben, was der Yard angeblich nicht hinkriegt. Was habe ich gesagt? Ich bin Commander Bodie. Das hier ist mein Kollege Commander Doyle, CI5. Costello und O'Hara vom CID. Und Sie sind genauso erfreut, uns zu sehen, wie wir uns das gedacht haben, was, Bodie? Du sagst es. Na, nun lass die Köpfe mal nicht hängen. Wir sind hier, um euch unter die Arme zu greifen. Danke, aber laufen können wir schon selber. Woran hapert es denn? Eine Entführung ohne Lösegeldforderung. Laut Bekennerschreiben nur mit dem schlichten Grund, dem Ehemann Angst einzujagen. Klingt nach einem klassischen Ablenkungsmanöver. Für mich auch. Feinde? Die Weste der Familie Cavendish ist blütenweiß. Vorzeigeunternehmer, seit 26 Jahren glücklich verheiratet.
Hat einen Sohn, der in Edinburgh Marketing studiert. Soll bald mit in das Unternehmen einsteigen, nach Aussagen des Vaters. Und Margaret Cavendish hat man nun einfach so entführt. Freunde der Familie? Zahlreich. Alles Unternehmerfamilien, keine Verdächtigen. Die Konkurrenz? Mr. Cavendish hat bis heute von 7 großen Konkurrenten Telegramme oder E-Mails bekommen, die ihm ihre Anteilnahme aussprechen. Das ist ungewöhnlich. Frustrierte Mitarbeiter? Ich war heute Nachmittag bei der ehemaligen Chefsekretärin, einer Mrs. Prentice. Sie sagte aus, dass Mr. Cavendish in all den Jahren immer ein offenes Ohr für seine Belegschaft gehabt hätte. Das bestätigte uns auch sein Prokurist. Sogar die jährlichen Gehaltserhöhungen seien meist höher ausgefallen als von den Gewerkschaften gefordert. Also muss unser Mann ein Verrückter sein, der Cavendish den Erfolg nicht gönnt. Woher wollen Sie wissen, dass es nur ein Entführer ist? Hier geht's anscheinend um eine rein emotionale Geschichte. Bis auf Genugtuung für den Täter gibt's nichts zu holen. Wer sollte da mitmachen? Klingt einleuchtend. Kann ich mal das Bekennerschreiben sehen? Und Kaffee wäre nicht schlecht. Ich besorge uns Kaffee. Nette Kollegin, die Sie da haben. Ist sie verheiratet, Costelli? Costello. Dann wollen wir mal. So, meine Liebe, es ist an der Zeit, Ihrem Wunsch zu entsprechen. So. Ich denke, Sie waren lange genug an diesem Ort der Ruhe und des Friedens. Sie müssen schon entschuldigen, aber ich musste Vorkehrungen treffen, damit Sie heute Nacht auch tief und fest schlafen. In ein paar Stunden liegen Sie wieder in den Armen Ihres fürsorgenden Mannes. Dann haben Sie alles gut überstanden. Bis wir uns wiedersehen. Ich glaube, das langt für den Moment. Jetzt haben wir zumindest einen genauen Überblick über den Fall. Wann glauben Sie, werden Sie den Täter verhaften? Morgen, im Laufe des Vormittags? Im Allgemeinen geht's bei uns recht flott, Sie werden sehen. Also, wenn niemand was dagegen hat, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Es hat niemand was dagegen, Commander Doyle. Sie können mich ruhig Ray nennen, Schätzchen. Und ich bin für Sie trotzdem Detective Inspector O'Hara. Ich sag's ja, Ray. Frauen überlässt du lieber deinem geschätzten Kollegen. Danke, ich hab's schon. Bodhi? Ja, im Apparat. Ist nicht Ihr Ernst. Wo? Wo ist das denn? Aha, und wann? Alles klar, besten Dank für den Anruf. Sagte ich nicht eben noch, dass wir recht flott arbeiten? Was ist los? Wer war das? Das war ein Polizist aus einem kleinen Kaff, Dundonnell. Ein LKW-Fahrer hat vor einer halben Stunde Mrs. Cavendish stark schwankend auf der Landstraße 832 aufgegriffen und der Polizei übergeben. Das gibt's doch nicht. Wirklich? Wirklich. Wo bitte ist Dundonnell? Oben an der Westküste, gute 50 Meilen von Inverness entfernt. Sie wird in diesem Moment mit einem Polizeihubschrauber hierher geflogen und müsste in einer halben Stunde ankommen. Das nenne ich einen kurzen Einsatz. Kommen Sie, bevor wir zum Helipad gehen, spendiere ich uns allen noch einen Kaffee. Den tausendsten für diese Nacht. Danke, für mich nicht. Ich sterbe sonst noch an einem Koffeinschock. Ich fahre raus zu Cavendish und teile Ihnen die frohe Botschaft mit. Vergessen Sie nicht, uns zu erwähnen. Was sagt der Polizeiarzt? Mein Kollege meint, sie sei bis auf eine leichte Erkältung in guter Verfassung. Man hatte ihr wohl ein starkes Schlafmittel eingeflößt, denn sie kann sich nicht daran erinnern, wie sie auf die Landstraße gekommen ist. Sollte man sie nicht lieber zur Beobachtung in ein Krankenhaus bringen? Mit Polizeischutz natürlich. Das hat Mrs. Cavendish ganz klar verneint. Sie will hier bei ihrer Familie bleiben. Kann ich verstehen. Irgendwelche Hinweise? Nun, die Umstände, wie sie aufgefunden wurde, waren doch recht merkwürdig. Mrs. Cavendish war einzig mit einem weißen Infektionsschutzanzug bekleidet. Offenbar hat der Täter sie, während sie schlief, komplett entkleidet und ihr diesen Overall angezogen. Haben Sie eine Ahnung, warum? Dieser Anzug hat auf jeden Fall Schlimmeres verhindert.
Der LKW-Fahrer sagte aus, dass er sie im Licht seiner Scheinwerfer schon von Weitem habe leuchten sehen. Warum sie aber darin komplett nackt war, keine Ahnung. Wurde sie vergewaltigt? Sie sagt nein. Und auch der ärztliche Kollege konnte keine Spuren diesbezüglich an ihr feststellen. Dann lasst uns jetzt zu ihr raufgehen. Nehmt sie nicht zu sehr in die Mangel. Sie ist noch ziemlich angespannt nach all dem Stress. Keine Sorge. Ich würde vorschlagen, wir machen hier weiter und Sie zeigen den Kollegen vom CI5, wie Sie am schnellsten ins Hotel kommen. Die Party geht ohne uns zu Ende. Das kennen wir schon. Wir haben unsere Arbeit getan. Wir können gehen. Was bitte habt ihr zwei denn geleistet? Lass dich nicht immer von den großen Jungs ärgern, Ian. Sie haben ja unsere Nummer, wenn es Schwierigkeiten geben sollte. Komm, Bodhi. Beinahe hätte ich's vergessen. In der Tasche des Overalls haben wir einen Brief von Mr. Unbekannt gefunden. Er schreibt, er würde Mr. Cavendish nicht aus den Augen lassen, um zu sehen, ob er seine Lektion gelernt habe. Sonst noch was? Nein, das war alles. Ich bin im Labor und check den Anzug. Bis später. Mrs. Cavendish? Oh, die Ermittler vom Yard. Bitte kommen Sie herein. Timothy, machst du deiner Mutter bitte noch einen Tee? Natürlich. Ich bin gleich zurück, Mom. Ich danke dir. Madam, wir wollen Sie nicht lange belästigen. Und wenn Sie sich jetzt nicht in der Lage dazu fühlen, würden wir in ein paar Stunden noch einmal wiederkommen. Nein, nein, Inspektor. Stellen Sie ruhig Ihre Fragen. Wie geht es Ihnen, Madam? Danke. Ich habe ein wenig Fieber und fühle mich etwas matt. Aber das wird schon wieder. Ist es Ihnen vielleicht möglich, den oder die Täter zu beschreiben? Es war nur einer. Aber es tut mir leid, ich habe ihn nie richtig zu Gesicht bekommen. Trug er eine Maske? Allerdings. Eine Gasmaske. Eine Gasmaske? Ja, permanent. Und den gleichen Schutzanzug, in dem man mich gefunden hat. Er hat auch beides nie abgelegt. Es sei dem Zweck entsprechend, wie er sagte. Ah, dann haben Sie auch seine Stimme nicht richtig hören können. Nein, sie klang durch die Maske ganz dumpf und undeutlich. Was ist Ihnen von Ihrem Gefängnis in Erinnerung geblieben? Irgendwelche markanten Punkte, die Sie sich merken konnten? Nein, als er mich in dieses Versteck brachte, war ich betäubt. Und auch meine Freilassung fehlt mir komplett im Gedächtnis. Was ist mit der Zwischenzeit? Er hielt mich in einer kargen Holzhütte gefangen. Irgendwo an der Küste. Denn ich hörte die ganze Zeit das Meer rauschen. Leider waren die Fenster zugezogen. Zum Schlafen brachte er mich in einen baufälligen Stall. Aber vorher hat er mir die Augen verbunden. Hat er mit Ihnen über die Gründe der Entführung gesprochen oder irgendwelche Andeutungen gemacht? Nein, gar nichts. Das war ja das Furchtbare. Er war auch nicht ständig bei mir. Ich habe ihn insgesamt nur dreimal gesehen. Hauptsache, du bist jetzt wieder bei mir und wirst schnell wieder gesund. Ich glaube, von unserer Seite war es das. Wir werden weiter in alle Richtungen ermitteln und Sie auf dem Laufenden halten. Wie sehen Ihre Pläne aus, Sir? Ich werde mit meiner Frau und meinem Sohn für ein paar Tage rauf in den Norden fahren, nach Torrish. Ich besitze dort ein Landhaus. Dort werden wir hoffentlich zur Ruhe kommen und damit beginnen, die schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten. Sie wollen alleine weg? Davon rate ich Ihnen dringend ab, Sir. Nur hier in Inverness kann ich Ihrer Familie kompletten Polizeischutz anbieten. Ich denke, das wird nicht mehr nötig sein. Aber der Täter könnte erneut versuchen, sich Ihnen zu nähern. Wenigstens ein Polizist sollte sich immer in Ihrer unmittelbaren Umgebung befinden. Zumindest die erste Zeit. Ich habe in meinem Landhaus ein Jagdgewehr. Außerdem ist es besonders gegen Einbrecher gesichert. Uns kann dort nichts passieren. Außerdem wohnt der Hausverwalter gleich nebenan. Trotzdem sollten Sie... Tun Sie Ihre Arbeit und schnappen Sie diesen Verrückten. Damit ist mir und meiner Familie am meisten geholfen. Aber lassen Sie bitte Ihr Handy eingeschaltet. Das wird wenig bringen, Inspektor. Dort oben habe ich keinen Empfang. Es gibt allerdings ein Telefon. Ich werde Ihnen die Nummer hier lassen. So, der Tee. Das kann's doch unmöglich gewesen sein, Rachel. Was meinst du? Na, die ganze Sache eben. Vielleicht hat der Typ wirklich eine Schraube locker und wollte sich selbst und der Polizei was beweisen.
Vielleicht hat er die Cavendishs nur zufällig ausgewählt. Wenn ich nicht genau wüsste, dass du wenig geschlafen hast, würde ich sagen, du hast sie nicht mehr alle. Zufällig ausgewählt. Hast du eine bessere Lösung parat? Na, eben nicht. Aber in dem Fall stimme ich ausnahmsweise diesem Bodhi zu. Das Ganze muss ein Ablenkungsmanöver sein. Und wofür? Was weiß ich? Bin ich Hellseher? Ach, du gehst mir mit deiner Scheißlaune langsam ganz schön auf die Nerven. Was kann ich dafür, dass wir diesen Typen nicht zu fassen gekriegt haben? Und guck zur Abwechslung mal auf die Straße, wenn du schon hinterm Steuer sitzt. Tut mir leid, Rachel. Aber... Oh, das ist meins. Detective Inspector O'Hara? Oh, Sie sind es, Madam. Was kann ich für Sie... Ja. Ja, ich verstehe. Selbstverständlich. Bis gleich. Wen rufst du an? Miss Leonard. Ich sage ihr, dass wir sie jetzt sofort abholen. Ich verstehe nicht ganz. Ich dachte, wir fahren noch zu Gibson und verabschieden uns. Das war gerade Mrs. Prentice. Ihr ist da was eingefallen, das gut 8 Jahre zurückliegt. Ein Zwischenfall mit einem Mitarbeiter. Sie hat allerdings den Namen vergessen. Und die Leonard? Sie fährt jetzt los und trifft uns an der Fabrik. Hat kein Auto, aber den Schlüssel für Cavendishs Firma. Miss Leonard? Ein Glück, dass ich sie erreiche. Wie ich sehe, wurde hier ein wenig modernisiert. Ja, ist auch für mich alles noch ganz neu. Wo sind die Personalakten der Mitarbeiter? Die sind hier im Schrank. Um welchen Mitarbeiter handelt es sich denn? Tja, wenn ich das noch wüsste. Er war nicht lange bei uns und das Ganze ist schon so lange her. Ach, wenn er nicht mehr bei CCC angestellt ist, dann finden Sie ihn in dieser Schublade. Wissen Sie denn noch, worum es damals ungefähr ging? Nicht direkt. Das lief nur zwischen Mr. Turner und Mr. Cavendish ab, soweit ich weiß. Auch sämtliche Korrespondenz, sowohl telefonisch als auch schriftlich, wurde von Ihnen persönlich erledigt. Darum ist mir das auch in Erinnerung geblieben. Es ging kein Schriftstück über meinen... Da ist er. Donald Rupert. Beschäftigt von März 97 bis Oktober 97. War Hilfsarbeiter in der Wollverarbeitung. Warum nur so kurz? Wurde ihm gekündigt? Nein, ich glaube, er wurde krank. Das sagte mir Mr. Turner zumindest. Ja. Hier steht, dass das Arbeitsverhältnis nach einem betriebsbedingten Unfall im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Er wurde direkt nach dem Unfall in St. Whitby Hospital Inverness eingeliefert. Und weiter unten wurde noch was mit Bleistift geschrieben. Eine mehrstellige Zahl. Adresse? Ist mit dabei. Er wohnt etwas außerhalb von Inverness, in Carnock. Dann fahren wir hin. Moment! Ich rufe Doyle an. Er und Bodhi sollen sich mal die Krankenakten von diesem Rupert ansehen. Das Whitby ist gleich um die Ecke von ihrem Hotel. Keine schlechte Idee. Wie kann man sich denn bei der Wollverarbeitung verletzen? Das sind doch alles automatisierte Arbeitsgänge. Da kommt die Schwester wieder. Na, der Anblick entschädigt mich für das entgangene Frühstück. Halt die Klappe, Mensch. So, das ist die Akte von Donald Rupert. Besten Dank. Und könnten Sie mir vielleicht noch einen Gefallen tun? Und welchen? Ja, und welchen? Ich würde Sie gern mal zum Essen einladen. Dürfte ich erfahren, wann Sie Schluss haben? Komm jetzt, zum Wagen. Wir bringen die Akte umgehend zurück. Vielen Dank. Aber vielleicht ein anderes Mal. Die ganze Woche um 22 Uhr. Werde da sein, Schätzchen. Wenn Cowley erfährt, was du hier abziehst, kannst du dir gratulieren. Du wirst deinen Partner doch nicht verraten. Dann wollen wir doch mal sehen. Hast du ihre Augen gesehen und ihre... Wow! Was ist los? Hier steht, dass Rupert 4 Wochen auf der Isolierstation gelegen hat. Mit Lungenmilzbrand. Wo hat er sich das denn geholt? Bei der Brieffreundschaft mit Bin Laden? Hier steht, dass die Ärzte annehmen, dass die Wolle eines oder mehrerer Tiere mit den Sporen des Milzbranderregers infiziert gewesen sein muss. Aber dann hätte es doch irgendwo eine Epidemie oder sowas geben müssen. Das hätte in der Zeitung gestanden. Das ist ja interessant.
Die Firma Cavendish hat sämtliche Krankenhauskosten übernommen. Hier liegt ein Kostenübernahmeschreiben vor, unterzeichnet Turner. Dann sollten wir dem mal einen Besuch abstatten. Zentrale, wir brauchen eine Adresse. Darling, ich werde doch lieber Dr. Marshall anrufen. Du hast die ganze Nacht nur gehustet und kaum ein Auge zugemacht. Der Husten ist nicht so schlimm, aber ich fühle mich so matt. Lass mich mal deine Stirn fühlen. Du glühst ja. Der Doktor muss umgehend herkommen. Ich bin gleich wieder zurück, Liebes. Geht's Mom immer noch nicht besser? Nein. Und ehrlich gesagt fühle ich mich auch nicht besonders. Ich rufe jetzt Dr. Marshall an. Wieso? Das Telefon ist tot. Dann laufe ich rüber zum alten Tobi und telefoniere von dort. Ist gut. Aber beeil dich. Dad! Dad! Jemand hat Tobi... Leider ins Jenseits befördert. Die Hände hoch und rüber an den Tisch. Hinsetzen. Aber was geht denn hier vor? Tu, was er sagt, Junge! Wer sind Sie? Und was wollen Sie von uns? Ich möchte dabei zusehen, wie die Familie Cavendish stirbt. Sie waren das, oder? Sie haben meine Mutter entführt. Schlaues Kerlchen. Wollen Sie Geld? Ich zahle Ihnen jede Summe, die Sie haben wollen. Auf dieses Versprechen bin ich schon einmal reingefallen, Cavendish. Aber das passiert mir nicht ein zweites Mal. Opa. Sie erinnern sich wenigstens. Was wollen Sie? Haben Sie noch nicht genug? Wir hatten eine Abmachung. An die ich mich gehalten habe. Sie nicht. Was soll das heißen? Das wissen Sie verdammt genau. Als Ihre Firma vor einem Jahr die Zahlung der monatlichen Abfindung einfach einstellte, habe ich lange versucht, mein Recht einzufordern. Aber Mr. Turner hat mir sehr schnell klargemacht, dass mich Ihre Anwälte fertig machen würden. Es gebe schließlich keinerlei Schriftstück oder sonstigen Vertrag, der mir das Recht auf Zahlung garantieren würde. Wieso eingestellt? Soll das sein? Spielen Sie nicht den Unschuldigen. Sie sind schließlich der Chef von dem Laden. Ich schwöre Ihnen, ich hatte keine Ahnung, dass man die Zahlung an Sie eingestellt hat. Mr. Turner hat die komplette Buchhaltung unter sich. Er hat mir gegenüber nichts dergleichen erwähnt. Vater, warum geht es hier überhaupt? Das kann ich dir sagen, mein Junge. Dein Vater hat hoch gepokert. Verloren dabei habe allerdings ich. Zuerst meine Gesundheit und zuletzt meine Frau, die mit einem verkrüppelten Mann nichts mehr zu tun haben wollte. Und darum. Ich beschwöre Sie. Bitte lassen Sie meine Frau und meinen Sohn in Ruhe. Sie haben nichts damit zu tun. Oh, da kann ich Sie beruhigen. Ich werde euch nicht umbringen. Das hätte ich bei Zeiten schon mit der lieben Margaret tun können. Nein, ihr werdet euch selbst umbringen. Macht keiner auf? Nein. Offenbar sind die Cavendishs gestern wirklich noch rauf zu ihrem Landhaus gefahren. Verdammt! Jetzt erzählt. Was habt ihr rausgekriegt? Als wir in Turners Gegenwart mit Rupers Krankenakte wedelten, war er mit einem Mal sehr gesprächig. Die Firma Cavendish hatte 1997 den ehrgeizigen Plan, den Markt mit einer noch besseren Wollqualität zu erobern. Dafür wollte man eine neue Schafsorte züchten. Das sollte allerdings fernab von den neugierigen Augen der Konkurrenz geschehen. Die optimale Lösung, wie Turner erzählte, war die Pacht einer kleinen Insel, die niemand freiwillig betreten würde. Greenard Island. Ach du Scheiße. Greenard Island? Das ist doch die Insel, die mit bakteriologischen Kampfstoffen verseucht wurde. Genau.
Zu Testzwecken hatte die britische Regierung während des Zweiten Weltkrieges dort Milzbranderreger versprühen lassen. Die haben sich bis zur Entseuchung der Insel 1986 in ihrer Dauerform den Sporen auch hartnäckig gehalten. Nach der Entseuchung mit Formaldehyd galt die Insel offiziell wieder als unbedenklich. Aber das war sie anscheinend nicht. Donald Rupert hat nie in der Fabrik gearbeitet, sondern kümmerte sich um die Schafe auf Grinnard Island. Er lebte in einer kleinen Hütte an der Insel. Von dort ist er täglich mit dem Boot rübergefahren. Und dann ist er erkrankt. Ja. Erst die Schafe und dann er. Offenbar war und ist die Insel doch noch nicht gänzlich ohne Milzbrandspuren. Die sind wohl verdammt resistent. Sie zahlten ihm eine Abfindung, damit er die Klappe hält und eine monatliche Rente. Denn als er das Krankenhaus verließ, war er ein Wrack. Die Krankheit hatte ihn völlig zerfressen. Leider hat sich Turner vor einem Jahr dazu entschlossen, die monatlichen Belastungen der Firma ein bisschen zu korrigieren. Er stoppte die Zahlungen an Rupert. Und jetzt zu euch. Was habt ihr erfahren? Rupert war nicht zu Hause, aber wir haben seinen Vater ausfindig gemacht. Er besitzt eine Apotheke. Er und sein Sohn haben so gut wie keinen Kontakt zueinander. Allerdings gab er zu, seinem Sohn vor kurzem 200 Milliliter Chloroform ausgehändigt zu haben, weil er es für seine Nervenschmerzen benötigte, wie er ihm sagte. Wisst ihr, ich habe da eine ganz üble Ahnung. Welche? Wo haben die Margaret Cavendish nochmal gefunden? Oben in Dundonnell. Ja, auf der Landstraße 832. Wisst ihr auch, dass die ganz dicht an der Küste langführt? Ja, und? Sofern ich topografisch nicht völlig daneben liege, ist Grinnard Island da ganz in der Nähe. Du meinst, Rupert hat sie auf... Margaret Cavendish sagte doch aus, ihr Entführer habe die ganze Zeit über diesen Schutzanzug samt Gasmaske getragen. Weil es dem Zweck angemessen wäre, wie er sagte. Verflixt ja. Das hat sie erzählt. Könnt ihr uns verraten, wovon ihr sprecht? Und sie hatte diesen eigenartigen Husten, erinnerst du dich? Worum geht es hier? Rupert hatte niemals vor, die Cavendishs nur mit dem Schrecken davonkommen zu lassen. Er hat Mrs. Cavendish extra nach Grinnard Island gebracht, damit sie sich dort mit Milzbrand infiziert. Und wahrscheinlich hat sie das auch und steckt nun ihre Familie damit an. Wir müssen sie sofort warnen. Schon dabei. Scheiße, da geht keiner ran. Wir brauchen sofort einen Helikopter und ein Sondereinsatzkommando. Zwei. Eins muss rauf an die Küste, das andere nach Torrish. Auf Ihrem Posten? Ja, alle postiert. Drinnen rührt sich nichts. Wie sieht's aus, Brody? Die drei sitzen so merkwürdig um einen Tisch rum. Sonst kann ich nichts... Doch, da ist noch einer. Mit Schutzanzug und Gasmaske. Und er hält ein Jagdgewehr in der Hand. Dann hatten wir doch den richtigen Riecher. Alles bereit für den Zugriff? Die Scharfschützen sind verteilt. Zwei Jungs an der Eingangstüre, zwei hinten. Wir können. Dann alle die Gasmasken aufsetzen. Zugriff! Zugriff! Ach, verdammt! Die Hütte ist leer! Zugriff! Wir haben ihn! Doyle! Wir haben ihn. Wir brauchen Hilfe. Margaret, sie atmet nicht mehr. Alle verlassen sofort Nein. Das Haus. Das können Sie nicht. Sie können uns doch nicht einfach hier verrecken lassen. Binden Sie uns doch endlich los. Hilfe ist unterwegs.
Es kommt ein spezieller Krankentransport der Armee mit Isoliereinheit. Sie hat nur noch Blut gespuckt. Und du bist der Nächste, Cavendish. Du bist der... Los, Brody, raus hier und Tür zu! Nein, nein, ich will hier raus! Kommen Sie! Was meinst du? Kommen die beiden durch? Ich bin kein Mediziner. Ich weiß nur, dass ich mich gleich von oben bis unten dekontaminieren lasse. Außerdem müssen wir sämtliche Leute aufspüren, die mit den Cavendishs Kontakt hatten. Sie brauchen eine antibiotische Prophylaxe. Ja, hast recht. Ich gehe sogar noch weiter. Wenn wir wieder in Inverness sind, werde ich mich auf dem direkten Weg ins Krankenhaus begeben. Wieso denn das? Weil die Schwestern da um 10 Schluss haben. Nein, Sir, wir haben hier nur Beweismaterial sicherstellen können. Eine Digitalkamera und einen Funkempfänger. Ich bin sicher, dass wir auf der Insel selbst das passende Gegenstück dazu finden werden. Sobald wir die Spezialausrüstung hier vor Ort... Wie meinen Sie das? Das liegt nicht mehr in unserer Zuständigkeit. Aber wir haben unsere Ermittlungen diesbezüglich doch noch gar nicht abgeschlossen. Ein Sonderkommando der Armee? Was ist mit den Cavendishs? Die Presse wird davon Wind bekommen, dass... Nachrichtensperre? Ich verstehe, Sir. Nein, Sie müssen nicht noch deutlicher werden. Nein, Sir, wir kommen zurück nach London. Bye. Oh. Wir sind raus, habe ich recht? Wir sind nicht nur raus, wir haben in der Sache auch nie ermittelt. Das ist jetzt die Angelegenheit der Regierung. Das war's, lass uns fahren.